Man nannte es Fluch der Pharaonen. Rache an den Abenteurern, die die heiligen Grabkammern der Pyramiden entweihten. 1699 wurde ein polnisches Schiff mit zwei Mumien an Bord von geisterhaften Erscheinungen und mörderischen Stürmen heimgesucht. 1803 betraten vier Expeditionsteilnehmer die Chefrin-Pyramide und kehrten nie zurück. 1922 wurde Tutanchamuns Grab geöffnet und das Ausgrabungsteam ereilte eine Serie von grauenhaften Todesfällen. In den folgenden 91 Jahren wurden keine weiteren Grabstätten entweiht. Sag ihnen, sie sollen es noch nicht öffnen, sie sollen warten. Bis jetzt. Was ist mit ihm passiert? Toxische Luft. Findet man normalerweise in Gräbern und Gruften. In Bauten, die versiegelt waren. Wie Sie sehen können, hat die Pyramide, die hier ausgegraben wird, nur drei Seiten. Nicht vier wie die Pyramiden von Gizeh. Seht doch mal, wie riesig das Ding ist. Verheben! Er sagt, wir dürfen da nicht reingehen. Das ist der Fund des Jahrhunderts. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich da nicht reingehe. Bleib dicht zusammen und rührt nichts an. Seht mal hier. Was ist das? Die Reliefs erzählen eine Geschichte. Es ist eine Warnung. Warnung wovor? Was passiert hier? Wir müssen einer nach dem anderen langsam zurückgehen. Oh mein Gott! Sackgasse. Es ist ein Labyrinth. Es wurde erbaut, um das, was auch immer hier drin ist, am Fliehen zu hindern. Habt ihr das gehört? Nicht wahr sein! Komm schon! Helft mir! Geh nicht runter!